Wahre Schönheit vergeht wohl nie. Dieser Spruch trifft voll auf die automobilen Schätze des deutschen Sportwagenherstellers Porsche zu. Seit Jahren hat der Stuttgarter Konzern ein Auge auf seine historischen Fahrzeuge. Porsche kann stolz sein, die Zahlen sprechen für sich. Über 70% aller jemals gebauten Fahrzeuge fahren heute noch. Grund genug für den Hersteller, beim größten Oldtimer-Festival in Europa Flagge zu zeigen. Der Oldtimer Grand Prix ist ein Zuschauermagnet. Tausende strömen an den Nürburgring und das nicht nur, um die historischen Fahrzeuge zu bestaunen. Auch Rennsport mit Oldtimern auf dem Grand Prix-Kurs steht auf dem Programm. Und für Porsche ist die Rennstrecke Schauplatz eines Corso, Transaxle, das Schlagwort. Anlässlich des 40. Geburtstags der Transaxle-Technik starten über 100 Fahrzeuge zu einem Corso. An der Spitze ein Rennsportwagen 924 GTP. Am Steuer kein geringerer als die Rennsportlegende Derek Bell. Bei diesem Auto kommen bei mir Erinnerungen hoch. Schließlich habe ich es schon damals 1980 in Le Mans gefahren und es ist genau, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist ein einzigartiges Erlebnis. Nur, dass zu dieser Zeit keiner vor uns fuhr. Also haben wir Vollgas gegeben, denn es fährt sich schließlich kinderleicht. Für den Porsche-Konzern ist der Oldtimer Grand Prix mehr als die reine Demonstration von Klassik. Im Porsche-Ausstellungsareal sind über 600 Fahrzeuge zu bestaunen, aber auch Fragen zur Reparatur und Teileversorgung werden von Experten beantwortet. Der Oldtimer Grand Prix ist für Porsche ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Im nächsten Jahr gibt es ein Wiedersehen.